Operation Motherland erscheint am Dienstag, den 2. November und könnte das sein, worauf wir alle schon seit dem Ende von Wildlands warten. Operation Motherland war sehr lange in Entwicklung und soll das bisher größte Update für Breakpoint sein. Ich habe sehr große Erwartungen in Motherland. Aber was wird Motherland überhaupt? Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Zuallererst müssen wir natürlich den Elefanten im Raum ansprechen. Und zwar hat der Ghost Recon Twitter-Kanal getwittert: Nomad wird zurück nach Aurora gerufen. Da fragt man sich doch, wie kam er überhaupt da weg? Und wann? Der letzte Stand, den man als Spieler hat, wenn man die letzte Mission von Episode 3 beendet hat, ist immer noch, dass Nomad nicht von der Insel kann. Also, wie kam er da weg? Und wann ist das passiert? Es wäre echt ziemlich enttäuschend, wenn wir das nur durch ein Video oder eine Zwischensequenz erfahren würden. Also ich persönlich würde das gerne spielen, weil wenn um dieses Ganze auf der Insel eingesperrt sein, ging es doch komplett in Breakpoint. Da kann es doch jetzt nicht plötzlich einfach so in einer Zwischensequenz, ja, übrigens, ja, Nomad fliegt heim und kommt dann wieder. Also das fände ich etwas, ja, unpassend, nennen wir es mal so. Meiner fundierten Meinung nach spricht sehr, sehr, sehr vieles dafür, dass Operation Motherland im Grunde Ghost Recon Wildlands 2 in Breakpoint ist. Wie komme ich darauf, dass ich mir herausnehme, das eine fundierte Meinung zu nennen? Nun, da wäre zum einen Karen Bowman. Die kennen wir aus Wildlands und ja, ist jetzt auch wieder mit dabei und scheinbar in der gleichen Funktion wie auch in Ghost Recon Wildlands. Das könnte auch darauf hindeuten, dass die Welt endlich belebt und atmosphärisch wird. Die Spielwelt von Breakpoint kann ja in Sachen Atmosphäre gar nicht gegen Wildlands anstinken. Wie ich auch schon in meinem Breakpoint vs. Wildlands Video gesagt habe, das liegt natürlich auch an der Situation, die jeweils herrscht. Aber egal, Aurora wirkt einfach im Vergleich zu Wildlands tot. Da gibt's auch nichts schön zu reden. Ich vermute, dass die Entwicklung von Motherland auch deshalb so lange gedauert hat, weil Ubisoft einen Weg finden wollte, um die Welt zu beleben, um da Atmosphäre reinzubringen. Das wäre so meine Vermutung. Und dann natürlich der Teaser zu Operation Motherland. Dieser Teaser ist mit Absicht ähnlich aufgebaut wie der Anfang von Wildlands. Ich zeig dir das hier mal gerade im Video, ich schneide die beiden mal so nebeneinander und dann entscheide selbst. Nomad, this is Bowman. Been a long time. The CIA's been covertly working with the Outcasts and their leader Haruhi Ito to declare Aroa a free and autonomous nation. Operation Motherland will begin the moment you meet up with Ito at the Outcast camp. Good luck. And try not to get killed. Die Ähnlichkeiten hier, die fallen doch sofort ins Auge. Und wenn du mal im Teaser genau hinhörst, läuft im Hintergrund ganz leise eine Musik, die sehr stark an Wildlands erinnert. Und nicht zu vergessen die Prämisse von Operation Motherland. Wir sollen den Outcasts helfen, Aurora zu erobern. In Wildlands haben wir den Rebellen geholfen, Bolivien zu erobern oder vom Kartell zurück zu erobern. Und jetzt helfen wir dann den Outcasts, Aurora von Sentinel zurück zu erobern. Am Ende des Teaser-Trailers zu Operation Motherland gab es noch eine kleine Überraschung. Und zwar sehen wir hier eine Szene mit vielen russischen Schildern. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das alles zu übersetzen. Vorne das Doi, das weiß ich auch so, das ist Stopp. Aber hinten auf diesen Bannern, rechts den kann man nicht so gut lesen, aber links kann man ganz gut lesen, da steht so ungefähr sinngemäß Achtung Sperrgebiet. Hier vorne rechts ist auch noch so ein Schild, aber da kann man eigentlich nichts so wirklich drauf erkennen, leider. Also gibt es nicht wirklich irgendwie einen Hinweis darauf, um welche Fraktion es sich da handelt. Dass es Russen sind? Ja, okay, aber wer genau? Sind es vielleicht wieder die Bodak, die ja bereits auch in Episode 3 vertreten waren? Darauf deutet aber eigentlich nichts hin, außer
Die Bodak sind ja zum ersten Mal, soweit ich weiß, im Ghost Recon Future Soldier aufgetaucht. Im Ghost Recon Future Soldier ist außerdem die aktive Tarnung zum ersten Mal aufgetaucht. Diese optische Tarnung. Und hier sehen wir am Ende dieser Szene, wie ein Soldat mit optischer Tarnung von links nach rechts durchs Bild huscht. Also eine Referenz auf Future Soldier. Das könnte bedeuten, dass diese Russen Bodak sind. Theoretisch. Praktisch weist eigentlich nichts wirklich drauf hin. Dieser Soldat mit der aktiven optischen Tarnung weist aber noch auf etwas anderes hin. Nämlich könnte es sein, dass wir diese optische Tarnung auch in Breakpoint bekommen. In Wildlands haben wir die ja auch bereits bekommen, durch einen Rucksack, den wir anziehen konnten, und dann, wenn man sich geduckt hat, ist nach ein paar Sekunden diese Tarnung angesprungen. Und ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass es auch in Breakpoint eingebaut wird. Wäre echt ziemlich cool, würde ich mich freuen. Aber natürlich müsste diese Tarnung auch eine Auswirkung haben. Ich meine, die Ghillies, die haben keinerlei Auswirkung, ist nur optisch. Aber so eine optische Tarnung, die sollte schon es den Gegnern ein bisschen erschweren, einen zu entdecken, finde ich. Ja, und das alles, was ich jetzt genannt habe, ist der Grund, warum ich vermute und meine Meinung fundiert nenne, dass Motherland Wildlands in Breakpoint ist. Also Wildlands 2 in Breakpoint. Und wenn das wirklich zutrifft, dann ist es einfach das, was wir uns alle schon die ganze Zeit gewünscht haben. Wir wollten kein Breakpoint. Wir wollten ein Wildlands 2. Und ein Wildlands 2 mit der Technik und den Weiterentwicklungen, die wir in Breakpoint haben. Mega, gib her! Und zum Glück müssen wir ja auch gar nicht mehr lange warten, denn der 2. November ist schon bald in ein paar Wochen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie das wird. Und werden natürlich auch wieder einen Haufen Videos dazu machen. Und wenn es was Erklärungsbedürftiges gibt, dann wirst du bei mir natürlich auch wieder Tutorials und Tipps und Tricks und so weiter finden zu Motherland. Und wenn du dir nochmal die Unterschiede zwischen Wildlands und Breakpoint anschauen möchtest, verlinke ich dir hier links das entsprechende Video. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.